Hi, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Lobby Stage zur letzten Interviewrunde des Tages. Wir enden mit einem weiteren Highlight, nämlich mit drei weiteren teilnehmenden Hochschulen an der Peer-to-Peer-Beratung des Hochschulforums Digitalisierung. Neben mir steht Christian Schneider. Er ist IT-Referent Referent der Hochschulleitung für Digitalisierung, und zwar an der Universität Koblenz-Landau, die nicht mehr lange Universität Koblenz-Landau heißt, aber vorerst bleiben wir noch bei dem Namen, Herr Schneider. Herr Schneider, Sie haben jetzt in der vergangenen Runde an der Peer-to-Peer-Beratung teilgenommen. Das war eine spannende Zeit, kann ich mir vorstellen. Als Sie sich beworben haben, haben wir noch nicht über Corona geredet, und dann ging es aber unmittelbar los, glaube ich, ne? Genau, so war es in der Tat. Wobei ich dazu sagen muss, das war unsere zweite Bewerbung. Mhm. Wir haben uns im Jahr davor schon mal beworben und sind leider nicht angenommen worden. Deswegen hatten wir aber schon ein bisschen Übung und hatten jetzt in der zweiten Runde dann auch wirklich den Erfolg, die Beratung einwerben zu können. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben im HFD durchaus immer sehr viel mehr Bewerbungen für die Peer-to-Peer-Beratung, als es tatsächlich Ressourcen gibt. Deswegen muss man immer so ein bisschen auswählen. Von daher gibt es eine Jury, und man hat nicht immer beim ersten Mal Glück, aber das Beispiel der Uni Koblenz-Landau zeigt, es lohnt sich, es nochmal zu versuchen. Was hat denn bei Ihnen an der Hochschule so den Anlass gegeben, zu sagen, wir müssen jetzt damit anfangen und wir wollen uns vor allem nicht im eigenen Saft bewegen, sondern wir wollen Expertise von außen reinholen? Die Entwicklung der Digitalisierungsstrategie und quasi eine Bestätigung, eine Bewertung von außen, von extern, auch nochmal den Blick drauf werfen zu lassen, war bei uns mit einer der Anlassgründe, weshalb wir gesagt haben, wir bewerben uns für die Peer-to-Peer-Beratung. Es gibt Hochschulen, bei denen ging der Prozess eher von unten aus, also so bottom-up. Bei Ihnen war es, glaube ich, eher irgendwie umgekehrt, ne? dass das Präsidium, die Hochschulleitung tatsächlich gesagt hat, wir machen das jetzt so. Genau, also insbesondere ich war die treibende Kraft, die dann gesagt hat, wir bewerben uns jetzt auch zum zweiten Mal nochmal bei der Peer-to-Peer-Beratung mit. Ich konnte auch unsere Campusbeauftragte in der Trennung quasi als Rolle für Vizepräsidentin für Studium und Lehre dazu gewinnen, halt mit aktiv an dem Antragsverfahren mitzuwirken, und deswegen hat das eigentlich ganz gut gepasst. Was haben Sie gemacht, um die Hochschule in der Breite mitzunehmen? Ich stelle mir vor, das ist kein ganz einfacher Prozess. Sie hatten den wahrscheinlich schon ein Jahr vorher schon mal angefangen, so ins Rollen gebracht, aber was macht man konkret? Na, wir haben bei der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie schon einen ziemlich breiten Prozess aufgesetzt, der uns quasi dazu gebracht hat, mit Fokusgruppen breit in der Universität und in der Hochschule zu arbeiten. Das heißt, wir haben dort schon alle Statusgruppen eingebunden und konnten das natürlich auch erfolgreich jetzt weiter fortführen. Sie haben wahrscheinlich schon ein paar frühere Strategieprozesse an der Hochschule durchlaufen. Wie anders war das, was jetzt durch die Peer-to-Peer-Beratung reingekommen ist? Anders war es dadurch, dass wir auf jeden Fall in die Breite der Hochschule, in der Universität gegangen sind und auch zum ersten Mal wirklich mit externen Peers, externe Beratung im Strategieprozess gearbeitet haben. Mhm. Der Prozess ist ja nicht ganz arbeitsextensiv. Also man muss ja durchaus ran. Es gibt einen Abschlussbericht, es gibt mehrere Treffen der Peers. Die Auswahl der Peers, da haben Sie ja durchaus auch eine Mitsprachemöglichkeit gehabt durch das Vorschlagswesen. Aber dann geht es ja ans Arbeiten. Und das beschränkt sich ja nicht auf die Termine, an denen dann die Peers wirklich da sind, sondern dazwischen passiert ja wahrscheinlich das Fleisch, das an den Knochen kommt. Wie intensiv war es? Also der erste Schritt ist ja der Bericht, der Selbstbericht, und die Zeit bis dahin war schon sehr intensiv. Wir haben den im September des letzten Jahres gestartet, auch in der jetzigen Situation sehr viele Online-Meetings gehabt mit allen Beteiligten, bis wir dann im Januar den Selbstbericht abgeben konnten. Mhm. Ja, wir hatten fast wöchentlich Treffen dann mit der Gruppe und haben aktiv an dem Papier gearbeitet. Und dann ging es ja wahrscheinlich ähnlich weiter, ne? Also das endet ja nicht mit diesem Selbstbericht, sondern dann kommen die Peers und dann geht es erst richtig los mit der Arbeit. Ja, genau, wobei da lag die Arbeit auch maßgeblich dann bei mir, ja, in der Vorbereitung mit den Gesprächen, weil für uns war jetzt erstmal der Selbstbericht ja schon auch abgehakt, und dann ist im Grunde genommen die Vorbereitung des Vororttermins dann, der bei uns auch virtuell stattgefunden hat, dann das Entscheidende. Okay. Würden Sie es nochmal machen? Ja. Klare Antwort, perfekt. Also bestes Schlusswort. Herr Schneider, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Wir haben als nächstes bei uns auf der Bühne Herrn Peter Kostedt. Er ist von Hause aus Physiker, habe ich gesehen, aber er ist jetzt der Chief Information Officer, der CIO der Universität Potsdam. Also, Sie mussten nicht so weit fahren, Herr Kostedt, heute. Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich habe es gerade schon mal gefragt, aber was ist denn so an Ihrer Hochschule passiert, als zum ersten Mal die Idee aufkam, lass uns mal bei diesem Hochschulforum Digitalisierung da mitmachen? Haben alle sofort gesagt, machen wir oder wie war's? Ja, eigentlich haben wir es von unten aufgebaut. Also wir haben bei uns eine Steuerungsgruppe E-Learning und wir waren eigentlich, also in der Zeit vor Corona war das ja noch, als wir den Antrag gestellt haben, dabei unsere E-Learning-Strategie zu aktualisieren. Und da haben wir das als guten Anlass gesehen, uns da auch Beratung zu holen zu dem Zeitpunkt, um nicht eben im eigenen Saft da nur zu schmoren und die Dinge dann weiterzuentwickeln. Hatte der Prozess vorher schon begonnen? Oder war das eher so, dass sich einzelne Personen bei Ihnen an der Hochschule überlegt haben, wir müssen jetzt mal starten und dann ist der Stein ins Rollen gekommen? Meinen Sie jetzt die Bewerbung? Ja, ganz genau. Ganz genau. Nee, das waren schon Einzelne. Also in der E-Learning-Steuerungsgruppe sind wir recht weit aufgestellt. Mhm. Insoweit haben wir da beschlossen, eben uns zu bewerben und haben dann eben die Hochschulleitung auch für den Prozess gewinnen können. Das war natürlich wichtig, weil die natürlich auch das Ganze unterstützen muss und ja auch bei der Beratung dann mitgewirkt hat. Also ich finde das ganz spannend, dass Sie als CIO jetzt hier sind, weil ja Strategiebildung an Hochschulen ist, glaube ich, aktuell immer auch Digitalisierung. Und es gibt Hochschulen, die haben eine Digitalisierungsstrategie für die Lehre und für die Verwaltung und vielleicht für die Forschung. Aber eigentlich ist das ja ein einheitlicher Prozess und der läuft immer zusammen bei der IT. Mhm. Wie stark war tatsächlich Ihre Perspektive auf den ganzen Prozess? Wie sehr haben Sie Einfluss genommen? Mhm. Ja, also bei mir muss ich sagen, dass ich vor 2 Jahren erst als CIO angefangen habe. Vorher hat das die Frau Professor Lucke gemacht, die bei uns im Bereich E-Learning forscht. Insofern gab es da schon vorher eine sehr starke Affinität der Hochschule, auch in diesem Bereich tätig zu werden. Frau Lucke hatte ein Projekt auch, ELIS hieß das, E-Learning in Studienbereichen, wo wir schon sehr gute Voraussetzungen in den vergangenen Jahren geschaffen haben für den ganzen Bereich digitale Lehre. Also das heißt, die ganzen Tools waren schon da, die sind in diesem Projekt im Grunde bereitgestellt worden, um dann auch in die Routine überführt worden. Ja, da waren die Ausgangsbedingungen sehr gut bei uns durch eben diese Forschungsaktivitäten auch in dem Bereich. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Also wenn man so an Hochschule denkt, die in den Strategieprozess eintritt und wenn man da den Anspruch hat, wie es die Peer-to-Peer-Beratung hat, zu sagen, wir wollen die Hochschule in der Breite mitnehmen, dann heißt das, dass man unter Umständen sehr unterschiedliche Fachbereiche mitnehmen muss, ganz, ganz unterschiedliche Fachkulturen mit ins Boot kriegen muss. Wie haben Sie das hingekriegt, an der Hochschule tatsächlich alle maßgeblichen Player mitzunehmen? Also wir haben die Runde der Studiendekane, die ist für die Lehre sehr wichtig. Da haben wir das Thema reingetragen und dann haben wir durch dieses ELIS-Projekt, was eben vorher schon lief, haben wir auch so E-Learning-Koordinatoren in den Fakultäten. Und über diese Personen haben wir das Ganze dann in die Fläche getragen. Okay, das heißt, Sie konnten sich darauf verlassen, dass auch Dekanate und so weiter einfach mit im Boot sind? Die haben mitgemacht, ja. Genau. Natürlich hat durch Corona dann ja die digitale Lehre einen enormen Schub erfahren und wir mussten dann gar nicht mehr dafür werben, dass man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt. Ja. Also Corona ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass wir ja alle eine Menge zu tun hatten und dass, wenn mir einer gekommen wäre mit, man lass auch mal einen Strategieprozess machen, neben all dem, was wir ohnehin schon in der Lehre, in der Prüfung, in der Verwaltung verändern mussten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, lass noch mal warten. Sie haben sich entschieden, nicht zu warten, sondern wirklich einzusteigen. Warum? Ja, weil Corona eben diesen enormen Schub verursacht hat. Wie gesagt, die Tools waren bei uns schon da, die wurden teilweise aber nicht genutzt. Okay. Und jetzt waren alle gezwungen, das Ganze auch zu nutzen. Dadurch ist das ganze Thema stark in den Fokus geraten und auch eben die Frage, wie geht es mit unserer Strategie weiter? Was bleibt nach Corona jetzt von der digitalen Lehre? Mhm. Insofern haben wir die Beratung genutzt, um diese Frage dann auch zu beantworten. Der Prozess ist wahrscheinlich auch bei Ihnen noch nicht abgeschlossen. Also genau. Das geht ja weiter. Mhm. Was glauben Sie denn, wie Sie weiter fortschreiten jetzt, ohne dass die Peers jetzt ja weiterhin im Boot sind? Ja, also wir werden jetzt diesen Bericht auswerten. Das ist eben das, was noch ansteht bei uns und werden dann insbesondere gucken, das war bei uns so der Hauptfokus, wie müssen wir unsere Governance-Strukturen anpassen, um eben auch da die richtigen Entscheidungen zu treffen bei der Digitalisierung der Lehre. Mhm. Okay, also noch lange nicht abgeschlossen. Sie bleiben Alumni wir bleiben im Peer-to-Peer-Programm und freuen sich wahrscheinlich auf die nächsten Hochschulen, ja, die dazu kommen. Ja, ganz genau.
Sehr schön. Herr Guscher, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Und last but not least, Herr Kratsch, kommen Sie gerne zu mir. Vielen Dank, Herr Kohstedt. Herr Kratsch, Professor Alexander Kratsch, ist Rektor der Hochschule Zittau-Görlitz. Sie sind aber, eigentlich kommen Sie aus der Prozess- und Automatisierungstechnik, habe ich gesehen. Jetzt eben als Rektor tätig bei Ihnen. Und ich glaube, die Hochschule Zittau-Görlitz ist, haben Sie vorhin erzählt, in einer recht besonderen Situation. Sie sind eben ein Kohlerevier, das auch den Umbruch erlebt. Und bei Ihnen stand die Peer-to-Peer-Beratung nur als ein Baustein in einem größeren Prozess. Können Sie den vielleicht nochmal beschreiben? Ja, Sie haben das schon super zusammengefasst. Also die Hochschule Zittau-Görlitz ist die Hochschule in Transformation, Hochschule der Transformation. Und wir haben diesen Prozess an unserer Hochschule University for Future Prozess genannt. Da geht es also in der ganzen Breite Studienangebote, Forschungsschwerpunkte, die es zu transformieren gilt. Und die Digitalisierung ist eine Schiene. Und so war es uns möglich, über dieses Projekt hier eben auch extern Sachverstand reinzuholen in die Hochschule Zittau-Görlitz, um uns beraten zu lassen. Wie war denn der Auswahlprozess für die Peers? Weil man ja durchaus, also ich habe das Gefühl, mit den Peers steht und fällt der Erfolg dieser Maßnahmen. Wenn die Peers nicht passen, ist es nicht gut. Das HFD unternimmt eine Menge, um die Passung gut herzustellen. Aber auch Sie als Hochschule hatten ein Mitspracherecht. Wie ist das abgelaufen? Also wir hatten schon aufgrund unseres Prozesses Kontakt zu einem der Peers, der dann auch ausgewählt worden ist, mit dem wir uns über neue Lehr- und Lernmethoden ausgetauscht haben, die wir für zukunftsfest und sicher halten und gut für unsere Studierenden. Und ansonsten hat das Forum übernommen, die Auswahl der Peers. Und das war für uns, also für mich ganz persönlich, auch eine sehr gute Erfahrung. Ich war beeindruckt davon, wie das gepasst hat. Also wie die Faust aufs Auge, habe ich gesagt vorhin im Vorgespräch. Und das ist auch wirklich so gewesen. Also die Peers, die Chemie hat gestimmt, die Expertise, auch die Besonderheiten. Wir sind eine Hochschule mit zwei Standorten. Auch all diese Dinge, wir sind eine kleine Hochschule. Das ist alles abgebildet worden in dieser Gruppe der Peers. Also das heißt, der Peer oder die Peers waren klarer Erfolgsfaktor für Sie. Also weil man sich natürlich fragen kann, Strategieprozess, es gibt Hochschulen, die holen externe Unternehmensberatungen ins Boot zum Beispiel, um Prozesse zu optimieren und so weiter. Sich zu entscheiden, das gerade nicht zu tun und eben Kollegen von anderen Hochschulen auch Einblick in die eigenen Prozesse zu geben, ist ja durchaus eine Entscheidung. Aber das war bei Ihnen vollkommen widerstandsfrei? Ja, also bei mir ist kein Widerstand angekommen. Ich muss auch ehrlich sagen, die Wissenschaft ist ja so gepolt, dass sie offen, transparent, das Miteinander, international, das ist ja ein Zeichen auch von Bildung, von Wissenschaft und was das auszeichnet. Und die Hochschulexperten im Rahmen der Peers hatten eben auch Einblick in Hochschulen. Die wissen, wie Hochschule funktioniert. Das ist eben der Unterschied zu einer Unternehmensberatung, dem man dann erst lange beibringen muss, was alles in Hochschulbereichen eben nicht so umsetzbar ist wie in der Industrie und Wirtschaft. Und von daher konnten wir direkt einsteigen nach dem Kennenlernen der Hochschulspezifika und konnten an den Themen arbeiten. Bei Ihnen ging auch die Entscheidung, an der Peer-to-Peer-Beratung teilzunehmen, eher aus der Hochschulleitung? Ja, das hat die Prorektorin für Bildung und Internationales, die Frau Professorin Keil, hat das gemacht, auch im Rahmen dieses University for Future-Prozesses. Wir haben uns auch während oder im Entstehen von Corona beworben. Es waren auch Studierende beteiligt bei, ja, das bei, ist, bei Ihnen? Das ist richtig, das ist ein Zeichen, auch ein Mehrwert dieses University for Future-Prozesses insgesamt. Die Beteiligung der Studierendenschaft. Und deswegen war uns das auch wichtig, dass wir die hier einbringen in diesem Prozess. Und die machen auch gerne mit. Ja. Und sie sind ja auch eigentlich die Experten, sie sind die Digital Natives, wie man so schön sagt. Ja. Und sie sind die Zielgruppe. Für die machen wir das, nicht für uns. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil. Wir haben es schon in den vergangenen Interviews immer wieder gehört. Die Studierendenpartizipation ist ein entscheidender Prozess, auf den viele Hochschulen auch Wert legen, der aber nicht an allen Hochschulen gelingt. Also es gibt Hochschulen, bei denen die Studierenden stärker eingebunden sind. Es gibt andere, an denen das weniger der Fall ist. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, sind Studierende durchaus starke Vertreter in der Entwicklung dieses Prozesses. Ja, das ist so. Das liegt aber sicher auch daran, dass das Rektorat den Stura einbindet in die Entscheidungsfindungen, in die Diskussionen einmal in der Woche am Anfang. Jetzt machen wir das 14-tägig miteinander. Und dadurch gibt es auch so eine Aufbruchstimmung in der Studierendenschaft. Also es ist eben jetzt auch schön, in Gremien und bei Entwicklungsprozessen als Studierender dabei zu sein. Das ist gut und richtig, denke ich. Wir haben noch 30 Sekunden. Super. Ihre Empfehlung für Hochschulen, die sich noch nicht ganz sicher sind, sollen wir es machen oder nicht? Was würden Sie denen sagen? Ich würde es immer wieder tun.
Also ich gucke jetzt schon, was es noch gibt, okay, wo man sich noch beraten lassen kann, weil es ist Gold wert. Perfekt. Und wenn da draußen Hochschulen jetzt auf den Geschmack gekommen sind, beim HFD findet sich ein Leitfaden für Hochschulen, die den Prozess beginnen wollen. Gerne mal reinschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kratsch, und bei meinen anderen Gesprächsteilnehmenden und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Rest des Programms. Wir sind fast am Ende des heutigen Tages, aber wir starten jetzt nochmal in die Sessions. Ciao. Ciao.